heute noch ein kleines Movie-Review. Ich bin ein Errol Flynn-Fan. Ich mag seine Filme. Und vermehrt kommen jetzt alte Filme von ihm auf den Markt, oft als DVD, die noch nie im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurden oder selten, sehr selten. Und einer davon ist dieser hier, den habe ich mir diese Woche gekauft, Dive Bomber. In den Hauptrollen Errol Flynn, Fred McMurray und Ralph Bellamy. Weibliche Nebenrolle hat Alexis Smith, allerdings nur sehr klein. Der Film ist in Technicolor gedreht, mit Unterstützung der US Navy. Er spielt im Fliegermilieu, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, also vor dem Kriegseintritt der USA. Die war zu dem Zeitpunkt noch nicht in den Krieg eingetreten. Es werden sehr viele Flugzeuge verwendet, die gerade Warbird-Fans und Aviation-Fans faszinieren werden. Allerdings muss ich sagen, sind bloß Flugzeuge in dem Film verwendet worden, die zu dem Zeitpunkt schon veraltet waren. Die Top Guns der US Navy werden da hier nicht gezeigt, die Hellcat und so weiter. Es sind also eher Maschinen, die schon ihre Laufzeit beendet gehabt haben. Ich lese jetzt mal die Story vor. From my English friends, I read the English text on the back side of the DVD. Dive Bomber is a stirring and authentic Technicolor tale about getting ready. Errol Flynn portrays a flight medical researcher and Fred McMurray plays a squadron commander, flyboys, who put differences aside and risk all to confront the problems of blackout inducing G-forces and high altitude sickness. Michael Curtis directs from a script co-written by aviation pioneer Frank Wheat. Gut. Es ist ein smarter Errol Flynn zu sehen, in gewohnter Art und Weise, gut aussehend, auf dem Höhepunkt, auf dem Zenit seines filmischen Schaffens. Der Film lebt von vielen guten Dialogen zwischen Fred McMurray, Errol Flynn und Ralph Bellamy, der ja später noch als alter Mann in vielen Filmen zu sehen war. Hier mal in Jung. Ich möchte bloß mal an den Eddie Murphy Film von 1984 erinnern. Der Name ist mir jetzt entfallen, wo er einen Börsenmagnaten spielt, einen Steinalten. Was zu sehen ist, sind sehr viele Luftaufnahmen, Aufnahmen auf US-Flugzeugträgern und sehr guten Aufnahmen auch von den amerikanischen Luftwaffenstützpunkten in Kalifornien. Also wirklich sehr interessant. Der Film hat mir sehr gefallen. Und das war es jetzt im Großen und Ganzen. Also für alle Errol Flynn Fans. Dive Bomber habe ich auf eBay gekauft. Es sind immer etliche Exemplare zu haben. Ist so gut wie noch nie im deutschen Fernsehen gelaufen. Das wäre mir aufgefallen. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.